Hallo liebe Gartenfreunde und heute liebe Kirschbaumfreunde. Wir wollen euch heute ein bisschen was erklären, wenn es darum geht, den Kirschbaum richtig zu schneiden. Also wann und wie schneide ich meinen Kirschbaum am besten? Das ist deine Antwort. Den Kirschbaum richtig schneiden, das ist ganz, ganz wichtig. Denn ein Kirschbaum wird schon mal schnell aus einer relativ kleinen Pflanze, ein durchaus stattlicher Baum, mit einer entsprechend dichten Baumkrone. Und diese Baumkrone kann relativ schnell dafür sorgen, dass die darunterliegenden Äste verkahlen, weil die bekommen dann nicht genug Sonnenlicht ab. Wenn du also einen Rückschnitt bei einem Kirschbaum planst, dann solltest du wissen, dass ein bisschen Schönheitspflege eben entsprechend nötig ist. Und du solltest durchaus auch einen radikalen Rückschnitt durchführen, denn nur so kann der Kirschbaum wirklich davon profitieren. Ja, weshalb du deinen Kirschbaum schneiden solltest und wie du den Kirschbaum am besten schneidest, das erfährst du jetzt. Und wir fangen am besten erstmal an mit den Grundlagen. Also vielleicht zu den Kirschbäumen an sich. Kirschbäume zählen zu den relativ schnell wachsenden Bäumen, bilden also schon, wie eben erwähnt, dichte Baumkronen. Und wenn man mal Sauerkirschen vergleicht mit Süßkirschen, die Sauerkirschen werden bis zu 10 Metern hoch und die Süßkirschenbäume werden bis zu 30 Meter hoch. Also wir reden hier wirklich von einem stattlichen Baum. Bei den meisten erhältlichen Obstbäumen handelt es sich um veredelte Pflanzen, sprich die fruchtbildenden Triebe wurden per Hand an den Stamm gerupft. Also gerade bei den veredelten Sorten wird gerne angegeben, dass es sich um niedrig wachsende Bäume handelt. Dem ist aber nicht so. Denn da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Diese Angabe entspricht häufig nicht den Tatsachen. Denn die Wuchshöhe erreicht bei einem unkontrollierten Wuchs schnell vergleichbare Ausmaße, wie eben auch bei den Wildarten. Wichtig zu wissen ist, dass Kirschbäume nur Früchte an den zwei- und dreijährigen Trieben bilden. Ältere Triebe können also abgeschnitten werden. Ein zu starkes Wachstum schwächt die Kirschbäume. Daher sollte man immer nach innen wachsende Äste sowie die sogenannten Wassertriebe regelmäßig entfernen. Weil nur so kann der Baum seine Power in die wirklich für ihn wichtigen Triebe lenken. Ja, vielleicht noch ein kleiner Schwank zum Wachstum. Also wenn du dich für das Wachstum der Kirschbäume interessierst und dich mit dem Thema ein bisschen beschäftigst, dann wirst du relativ schnell merken, welches Wachstumsverhalten die Kirschbäume am Ende des Tages innehaben. Und so kann man dann zunehmend Erfahrungen sammeln, wenn es darum geht, Triebe und Äste abzuschneiden und wie man sie eben abschneidet. Also beschäftige dich ein bisschen mit der Pflanze, aber das machst du ja jetzt schon, indem du hier gerade dieses Video siehst. Ja, grundsätzlich gibt es zwei verschiedene Triebe an den Kirschbäumen. Zum einen die Triebe, die für das Wachstum wichtig sind, und zum anderen die Triebe, die für die Fortpflanzung wichtig sind. Die Triebe, die der Fortpflanzung dienen, sind in der Regel 2 oder 3 Jahre alt. Und im Frühjahr bilden sich an diesen Trieben Blüten. Also bereits im Herbst bilden sich kleine Blütengruppen. Die wachsen sehr langsam und erwachen eigentlich erst wirklich im Frühling komplett zu leben. Die andere Triebart dient einzig und allein dem Wachstum und der damit verbundenen Holzbildung. An diesen Trieben bildet sich praktisch keine Blüte, keine Kirschen. Kirschbäume können also entweder ihre Kraft ins Wachstum legen oder eben in ihre Fortpflanzung. Eine Kombination ist da relativ schwierig. Also aus diesem Grund ist es nicht verwunderlich, dass bei eben stark wachsenden Kirschbäumen ein schwacher Kirschertrag vorkommt. Das kennt ihr aber von anderen Obstbäumen auch. Ja, wie sorgt man jetzt für wirklich schön blühende Kirschbäume? Also damit sich am Kirschbaum zahlreiche Blüten entwickeln können, musst du vor allem dafür sorgen, dass dein Baum eine relativ flache Aststellung besitzt. Also viele junge Triebe sollten Platz zum Gedeihen haben und die Baumkrone sollte kegelförmig sein. Ja, geschnitten werden kann ein Kirschbaum sowohl nach der Ernte als auch mitten im Sommer. Beide Varianten haben Vor- und Nachteile. Hobbygärtner haben oft Probleme, wenn es um das Beschneiden geht, wenn der Kirschbaum schon eine gewisse Größe hat. In diesem Fall ist die Wuchsform des Baums besonders schwierig zu erkennen und man sieht relativ schwer, welche Äste wirklich welchen Zweck erfüllen. Du solltest also keinen Rückschnitt während der Herbstmonate durchführen. Und durch die erhöhte Feuchtigkeit im Herbst kann der Kirschbaum ansonsten erkranken, Pilzbefall bekommen und ist ansonsten geschwächt. Das wollen wir natürlich nicht. Also im Sommeranfang nach der Ernte kann der Kirschbaum leicht beschnitten werden und etwas ausdichten bremst das Wachstum. Im Winter und im frühen Frühling
Noch bevor die Kirschbäume treiben, ist es am einfachsten zu erkennen, um welche Art von Trieb es sich handelt. Und so kommt es dann eben weniger zu Fehlschnitten. Also ideal, um Kirschbäume zu beschneiden, sind eigentlich immer trockene Tage. Also bitte nicht aber an zu heißen oder an feuchten Tagen Schnitte durchführen. Das wäre kontraproduktiv. Von der Baumkrone an beginnt man mit dem Ausdünnen und so erhalten die tiefer gelegenen Blätter wieder ausreichend Licht. Perfekt ist es, wenn du einige stärkere Äste herausschneidest und nicht zu viele kleine Schnitte durchführst. Ja, das im Großen und Ganzen ist es das eigentlich. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Wenn dir das Ganze, wie gesagt, gefallen hat, dann freuen wir uns tierisch über einen Kommentar von dir oder ein Abo und schau doch gerne auch mal auf Landlib vorbei. Wir haben hier auf unserem YouTube-Kanal oder eben auch auf der Website immer wieder neue spannende Informationen rund um das Thema Garten und andere Themen. Würde uns freuen, wenn du regelmäßig vorbeischaust. Vielen Dank fürs Zuhören.